herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Link's Awakening. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Part. Ich wollte nur zeigen, dass wir jetzt ein Schwert wieder haben. Yay. Ja, das diesmal auch tatsächlich ohne Weihnachtsmusik in dieser Szene hier. Ich entschuldige mich dafür, da war das letzte Mal noch das falsche Deck drin, weil ich die Szene hier so Weihnachten habt ihr vielleicht auch gar nicht gehört eigentlich. Verwendet hab, doch, tatsächlich haben die gehört. Ich hab's gerade überprüft in der Aufnahme. Das war aber echt sehr leise. Ja, nee, weil wir Gamesound noch draufgelegt hatten, aber die in der Szene, die haben Gamesound nicht, weil der ausgeschaltet ist in der Szene. Deshalb, bisschen kritische Lage. So, aus jeden Fall. Willkommen zurück zu der neuen Folge von Minecraft ganz genau. Ja. Mein Gehirn habe es vorhin beim Rewe liegen lassen, beim Netflix liegen lassen, wir sind es alle. Ja, Stichwort Links Awakening. Haha. Ja. Ich möchte immer am Anfang von dem Part ein bisschen zusammenfassen, liebes Han möchte das ab jetzt, was im letzten Part passiert ist, falls ihr neu dazu geschaltet habt. Also im letzten Part haben wir den Farbtempel abgeschlossen, deswegen haben wir jetzt auch einen roten Anzug, mit dem wir zweimal so viel Schaden machen. Davor brauchten wir einen Schlag, zwei Schläge, um das zu besiegen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schlag. Relativ stark. Ja. Und jetzt haben wir auch dann versucht, in einen nächsten Tempel, und zwar in diesen Tempel, dorthin zu gehen. Wir haben aber nicht den Schlüssel dazu. Deswegen versuchen wir heute, ihn eben zu finden. Vielleicht, ja. Aber wir haben eben hier schon rumgeschaut und nicht gefunden. Also vielleicht ist er gar nicht mehr dort. Deswegen werden wir erstmal an einem anderen Ort gehen. Zum Beispiel da unten, weil da waren wir fast gar nicht. Zum Beispiel diese Zone ist noch gar nicht entdeckt. Diese Zone, das sieht doch relativ komisch aus. Und diese Zone, die können wir eh noch gar nicht für den Moment haben. Für diese Zone brauchten wir eben Marine, die wir eben jetzt suchen werden. Richtig. Und so leicht ist das. Damit geht's jetzt hier auch weiter in den Part. Und ich verabschiede mich erstmal direkt am Anfang von dem Part, weil ich gesehen was erledigen muss. Aber der gute Sam ist ja da. Und der... Das hören die leider gerade nicht. Ja, aber du hörst es. Ja. Aber ich habe Desktop-Sound ausgeschaltet derzeit. Ja. Also, aber ich bin gleich wieder da. Schlüssel Niveau. Schlüssel der Eier. Bis gleich. Eier. Das ist ein Sprichwort. Kennst du es? Nein. Will ich auch nicht kennen. Ja, dann hast du was verpasst, wenn du dieses Sprichwort nicht kennst. Sehr schön, ja. Ja. Also Marine ist auf jeden Fall nicht dort, haben wir auch in der letzten Folge gemerkt. Keine Ahnung, wo sie ist. Ist es so eng, muss man es auch erstmal hier raus boxen gefühlt. So, wo ich... Also es gibt so ein paar Möglichkeiten, weil die jetzt auch nicht so groß versteckt ist. Also ich würde sagen, dass die größte Möglichkeit, wo sie sein könnte, am Strand ist. Warum am Strand? Weil das die Zone ist, wo sie als erstes Link gefunden hat. Da wir auch herausgefunden haben, dass das ein Traum ist. Würde ich eben sagen, Strand. Keine Ahnung warum, so einfach so Strand. Das könnte sein, kann aber auch nichts sein. Schauen wir einfach mal. Und da ist sie schon. Man muss eben nur ein bisschen... Ja. Zu stark einfach. Oh, Link. Schön, dass du mich hier besuchen kommst. Willst du dich ein bisschen zu mir setzen und reden? Nein. Ich habe echt auf Nein gedrückt. Ich bleibe noch ein bisschen hier und schaue in den Horizont. Entschuldigung. Ja, ist lange nicht mehr gesehen, ja. Manchmal frage ich mich, woher diese Palmen kommen. Ja. Taryn sagt, dass es außer dieser Insel nichts gäbe, das da draußen auf dem Meer. Aber da muss es etwas geben. Natürlich gibt es dort auch etwas. Punkt, Punkt, Punkt. Link, wie immer, sehr gesprächig.
Hör auf mit deinem ASMR, das nervt. Als ich dich am Strand gefunden hab, Link, da war ich ganz außer mir. Ich hab dich für ein Zeichen der Götter gehalten. Genauso wie die Miss für ein Zeichen der Götter halten. Was? Ich hab gar nicht verstanden, was du gehört hast. Punkt. Ja. Wenn ich eine Möwe wäre, dann würdest du auf Menschen kacken. Dann würde ich ganz weit fliegen und für alle auf der Welt singen. Weil eine Möwe auch sehr, sehr schön ist und auch sehr gut singen kann. Ich frage mich, ob der Windfisch mir diesen Wunsch erfüllen würde. Nein. Mit Link immer noch sehr gesprächig. Hallo, Link, hörst du mir überhaupt zu? Nein. Man redet immer noch sehr viel. Irgendwann möchte ich mit dir dahin gehen, wo du herkommst, Link. Nee, aber Zelda gefällt mir besser. Haha. Vergiss, was ich gesagt habe. Was? Ich soll mit dir zum Walross gehen? Also gut, dann mal los. Ja, ich kann Marin tragen. Ich kann Marin tragen, ja. Marin, komm mit, das ist die Gelegenheit. Aber bloß nicht mit Link, der Zelda fremd gehen. Lass sie durchstechen. Nee, wenn du ganz nah dran gehst, als ob die sich knutschen würden, die beiden. So, damit Zelda nicht sehr erfreut sein. So gefällt es mir besser. Oh ja. Nee. Solltest du auch nicht. Warte. Sprung! Schau mal, lass einfach Marin da lassen. Marin, du nervst. Du nervst sehr stark, Marin. Marin, schau mal. Marin, ich lass dich jetzt da. Oh nein! Hast du das gesehen? Ich bin da drüber gesprungen und dann kommt es hier einfach so. Ja, easy, ich spring einfach dorthin. Ja, warum? Was ist daran falsch? Ist mir egal, aber trotzdem. Man denkt sich einfach nur WTF manchmal bei dem Spiel. WTF. Die Englisch können, verstehen's. Zitat von unserem Deutschlehrer. In einem Kopf. Ja. Ja, das hat er echt gesagt. WTF. Da kann ich nicht durch. Keine Ahnung. Ich muss irgendwie wieder da drüber, aber. Ich muss da rüber zum Zoodorf. Das ist nochmal das Schnellste. Ich muss außen rum gehen. Jetzt lieber einen Teleporter benutzen sollen. Ist egal. Jetzt ist es eh schon zu spät. Zoom. So. Bam. Weg da. Weg. Yes. Apfel. Dieser Sprung war episch. Einfach über den Piranha gesprungen. Das war episch. So. Sind wir ja wieder bei diesen kleinen Schwuchteln. What? Warte mal, ich mach mal das Windfass. Hilfe. Das ist auch eine viel bessere Ansicht. Das ist ein David neben mir. So, das ist besser Ansicht. Tut, ja, hier Ulrira.
In der Durstwüste, welchem Südosten der Insel liegt, wirst du etwas finden, das man den Wunderschlüssel nennt. Perfekt, oder? Das suchen wir ja. Den Wunderschlüssel. Muss ich noch deutlicher werden? Tschüss. Klick. Tututu. Tututu. Also im Südosten der Insel. Das heißt, die Zone, die wir nicht entdeckt haben, irgendwo dort sollte dann der Schlüssel sein, damit wir dann oben in den Tempel können. Schau mal, da ist eure Marine. So, wir machen mit ihr, was ihr wollt. Nicht jetzt so. Autsch. Das ist ja das Walross. Sollen wir es aufwecken? Nein. Es gefällt ihm. Ah ja. Hahaha, das ist aber jetzt jemand munter. Hihi. Hä, ich glaube, der will was von mir. Vielleicht soll ich mitkommen. Oh, dieses Karnickel. Tja, dann gehe ich jetzt mit ihm nach Zodorf. Komm doch später auch mal vorbei, Link. Warum nicht? Wie war's mit jetzt gleich? Weil ich kann ja auch jetzt, dem... keine Ahnung, diese Blume zurückgeben. Ha. Eine Blume soll ich zurückgeben. Keine Ahnung, welche Blume es war. Nicht du. Weg da. Weg da. Weg da. Du, was wolltest du? Ein Hibiskus. Ja, du wolltest Hibiskus. Nee. Ich verstehe, ist geil. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. White bringen? Dr. White, er wacht irgendwo im Nordwesten. Irgendwo so nach dem Wald. Irgendwo so. Brief der Ziege. Du Ziege. Ihr Robbenkinder. Anscheinend gefällt es den allen. Da war eine kleine Fliege. Du hast ja eine tolle Ocarina. Willst du mich beim Singen begleiten? Yeah. Aber nur wenn du selbst singst. David ist ein kleiner Spaß. Bestes Duo ever. Du weißt schon, dass ich nicht dumm bin, gell? Aber es sieht ja voll süß aus und doch, du bist. Ja, wir hören dir mal zu. Du bist in diesem vorbei. Und wie gefällt dir dieses Lied mitreißen oder kannst du es dir merken? Nein. Fuck, ich habe echt auf Nein gedrückt. Warum drücke ich irgendwas? Aber es ist doch mein Liebling, bitte lerne es. Das ist normal. Ich drück einfach direkt immer auf A. Das ist aber auch Hardcore-Verdienungskarma. Ist aber echt sehr schwer zu merken. Mit sehr viel Ironie dahinter. Aber wie sie das einfach sagt, wenn man Nein sagt. Bitte lerne es. Lerne mein Lieblingslied. Lerne es. Nein. Jetzt habe ich ein Ocarina, die Ballade vom Windfisch gelernt. Sie wird in deinem Herzen auf ewig weiterleben. Bitte vergiss nie dieses Lied. Okay, dann vergesse ich aber dich. Oder mich. Doch, ich vergesse dich. Kann es sein, dass sie ein bisschen verliebt ist in Link und dass jeder verliebt ist in sie? Richtig, das erkennt man. Jeder normale Mensch abgesehen von er, weil er nie eine Liebe finden wird.
Sie sieht depressed. Sehr gut. Das war gerade der beste Move ever. Total. Ich bin begeistert. Ich rede nicht mehr mit dir. Doch, natürlich rede ich noch mit dir, weil ich gerade ja mit dir rede. Bist du schon schlau, ey. Nee, du warst gerade ein bisschen gemein mit mir. Was ist da oben? Ist mir egal, ich geh dorthin. Nee, da oben ist nix. Ja, Abkürzung. Was ist aber da? Wer wagt es, auf dem Sand herumzulaufen und meine Ruhe zu stören? Das war er. Das war er. Verhaften Sie ihn. Hilfe, was? Das Ding ist eklig. Oh, wo sind wir? Das sind wieder diese Dinger. Gefällt mir. Ein Herzteil. Ah. Yes. 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 Run. Run, Link. Schneller. Wo sind wir? Da, was sagt er? Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Beide vergehen am Ende. Was sagt er? Die See bringt Wellen, der Schlaf bringt Träume. Das heißt, es wird ja echt jetzt so. See bringt. Was machst du? Wir müssen ja das so. Jetzt hauen wir ihn, aber jetzt machen wir auch zweimal so viel Schaden. Also, vielleicht geht's hier ganz schnell. Vielleicht. Noch was die Fähigkeit ausgehauen. Und ich wollte, Leute, macht die Fähigkeit gleich wieder an. Ich hab die Lust kurz mal weggemacht. Für den Moment ist der Miniboss nicht so schwer. In 4 Hits. Zerstört. Und der Schlüssel. Nein. Scheiße. Ich hab kurz das Ding. Nein. Das war die Upstep. Lass mir das gleich geben. So ist es praktischer. Ja? So ist es echt praktischer. Was? Wenn ich es auf meine Cap lege. Beste. So, also wir haben den Schlüssel. Das ist perfekt eigentlich. Dann können wir auch gleich den Tempel gleich machen. Und hier haben wir noch eine Muschel. Wie viele haben wir? Das möchte ich jetzt gerne wissen. 15 haben wir. Diese Zone haben wir jetzt entdeckt. Jetzt fehlt uns nur noch diese Zone und diese Zone. Und wir haben danach die ganze Karte entdeckt. Wer hätte das gedacht? So. Und die Eule kommt wieder. Also, Uhu. Eule. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Uhu. Der Schlüssel hat die Form eines Fisches. Du solltest zum Wasserfall in den Bergen gehen. Dort, wo das Wasser dann verschwindet, musst du nach unten springen. Uhu. Ich glaube, da müssen wir vom Berg da oben dann runterspringen. Wir müssen erstmal ausmachen und dann runterspringen. Sowas. Irgendwas. So, dann gehen wir gleich in Richtung dorthin. Teleportieren. Dort. Und der Schlüssel
Steck ihn rein. Und der Wasserfall ist natürlich, wie der Uhu es gerade eben gesagt hat, weg. Wir müssen dann wahrscheinlich von oben dann springen. Um zum Tempel zu kommen. Yes! Boom, boom. Autsch. Also für die. Nicht für mich. Mich stört's hier nicht. Jetzt seht ihr mich auch wieder. Fantastisch. Was ihm gerade auffällt. Du weißt schon, das, was ich noch auf dem auf der Cap hab. Du bist weg. Nein. Das meine ich nicht, ne. Kein Missen, ne. Du hast nicht mehr. Ich gehe immer wieder hoch wegen den Fledermäusen. Das sind so Viecher, wo man sich denkt, wie sowas. Sowas eben. Jetzt rennt Link. Jetzt rennt er. Hat diese Zone entdeckt. Und er springt. Boom. Was ist da unten? Bevor wir in den Tempel gehen, gehen wir runter. Aber was da ist, sehen wir erst beim nächsten. Nein, warte, wir sind gleich im Tempel. Aber dann wir sind das ist ein guter wir hören Cliffhanger. Im Tempel auf, du Aber das ist ein guter Cliffhanger. Nein, wir hören im Tempel. Da gibt's aber keinen Cliffhanger. Wir hören vor dem Tempel auf, schau mal. Vor dem Tempel. So. Wunderbar. So. Und was in dem Tempel ist, das sehen wir wann? Nie mehr, da wir aufhören mit der Serie. Natürlich. Nice, yes. Im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adios y buenos dias. Ciao.